Und willkommen zurück. Es ist zu fassen, dass Söns Menschen ihre exakte Duplikate besitzen. Mein Gott. Ja, ist immer so. Beizutreten war die weiseste Entscheidung deines Lebens. Ach Mann, hier irgendwo muss doch... Sind aber auch nirgendwo diese kleinen... Vielleicht hier hinten? Stimmt, hier war ich noch gar nicht. Aber auch das sieht ja schlecht aus. Gut, dann schnappen wir jetzt eben die Powerrüstung und dann geht's vorwärts, dann töten wir die Supermutanten. Wir werden das Institut aufbauen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich find's schade, dass hier scheinbar nirgendwo... Das ist ziemlich leer. Dass man hier jetzt scheinbar nirgendwo nur Siedlungen hinsetzen kann. Ich raff's nicht so recht. Ich würde das einfach liegen lassen. Vielleicht verstehe ich es auch gerade nicht so wirklich, aber... Höchstwahrscheinlich habe ich wieder irgendwas übersehen. Ich verstehe irgendwas noch nicht ganz, aber das wird sich dann sicherlich irgendwann nochmal klären im Verlauf des Spiels. Sehr schön. Jetzt müssen wir den hier drüben, glaube ich, nehmen. Einfach mal in den Vertibird steigen. Und los geht's. Töte den Supermutanten Bio. Och, du Scheiße. Na komm schon. Wunderbar. Ich werde eine Stelle suchen, um das Ding abzusetzen und dann zur Reparatur ab zurück zu Fridwen. Ja, das klingt doch nach einem Plan.
Okay, von wo kommen jetzt noch Schüsse? Ach, da. Ich mit meiner kleinen Waffe hier. Oh, schau mal einer an. Wo haben wir denn B. Ah, da. Oh. Oh, der ist doch größer, als ich erwartet habe. Falls nötig, wäre diese Befestigung ein ausgezeichneter Rückzugsort. Ich kann Kanonenkugeln nehmen. Super. Bringen mir wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Ziemlich viel Müll. Das könnte aber von Vorteil sein, ihn zu durchsuchen. Vasen. Was will ich mit Vasen? Okay, ne. Waffenkammer. Direkt in die Waffenkammer. Vom Haupteingang in die Waffenkammer. Alles gar kein Problem. Okay, das sieht. Pass auf, wo du hintrittst. Hier liegen viele Trümmer. Hier kein grünes Zeug. Geräusch? Ich will helfen. Legendärer Supermutantenschlechter. Das hört sich doch ganz hervorragend an. Habe ich ja gleich wieder mehr Spaß. Boah, was geht denn jetzt hier ab? Ach, die Kerne werden automatisch ausgetauscht, wenn ich sie dabei habe. Gut. Okay, der wäre schon mal weg. Nichts besonders Interessantes. Ich glaube, ich gehe mit meiner Munition etwas zu sorglos um. Aber scheiß was drauf. Da ist eine ziemliche Ruhe. Ich frage mich seit wann. Wahrscheinlich schon etwas länger. Vorsicht, dieser Ort mag verlassen werden. Wir sollten aber weiterhin wachsam bleiben. Ich bin immer wachsam. Ach, schau mal an. Die bekomme ich so nicht auf. Dafür brauche ich wahrscheinlich. Das Gebiet ist offensichtlich seit einiger Zeit verlassen.
Nett, nett, nett. Whisky gleich mal mitnehmen. Nach dem Staub zu urteilen, Kampfflinte. Die ersten, die sich seit langer Zeit an diesem Ort umgesehen haben. Putzmine auch alles mal mitnehmen. Und ich will den Safe da drüben aufkriegen. Also. Okay, gibt es... Entweder wurde die Waffe wirklich bereits weggebracht, oder es also gibt diese Superwaffe hier noch. Hoffentlich gibt's hier was Nützliches. Hier sind ein paar nützliche Sachen. Schau mal. Wo denn? Ich hab gedacht, ich hätte jetzt hier schon alles Nützliche mitgenommen. Ach, mich ärgert das. Das war... Ach, das war der Schlüssel dafür. Ernsthaft? Wegen dem Scheiß? Fusionszellen, auch schön. Verbranntes Buch höchstwahrscheinlich. So wie das hier aussieht, eine Bibel, irgend sowas. Von Vorteil sein, ihn zu durchsuchen. Ein Safe? Wo? Oder was hat er gerade gesagt? Ich höre dem Kerl nie zu. Die Waffe entsichert. Was auch immer diese Unordnung verursacht hat, könnte noch hier sein. Ja, Supermutanten natürlich. Was soll die Unordnung hier sonst gemacht haben? Deine Mutter? So, komm. Hier scheint es auch nichts mehr... Nee, nichts Interessantes mehr. Dann muss ich wohl den Aufzug nehmen. Wo der war. Wo war denn jetzt nochmal dieser verdammte Aufzug? Es ist doch typisch. Typisch. Ich krieg's mal wieder nicht auf die Kette. Ach, da ist er. Zwei Typen im Power Armor im Aufzug. Ja, warum denn eigentlich nicht? Komm. Aha. Wieso sind hier keine Supermutanten?
Mir gefällt das nicht, dass hier auch überall... Oh, ho, 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 ho. Ja, natürlich, er läuft einfach vor. Oh. Schmutziges Wasser aus dem Klo. Miam, miam, miam. Purified Water. Ach, jo. Was? Ich weiß, dass sie noch da sind. Ich mir. Ja, das hat jetzt super funktioniert. Verdammt. Ah, nehmen wir einfach mal Kelloggs Pistole. Schauen, was sie kann. Hm, schön. Da hat wohl jemand einen Raketenwerfer. Wunderbar. Geht es nicht mehr da, um diese Überreste zu identifizieren? Okay. Raketenwerfer, jawohl, das brauchen wir. Planke mit Klinge eher weniger. Bravo Test Terminal. Da kümmere ich mich gleich mal drum. Ach, muss ich nämlich in die Kronkorken hin mit. Red X. Wo ist denn Dance? Wo ist er denn jetzt hin? Paladin Dance? Sieh dir den Laden mal an. Du musst Mutanten genauso hassen wie ich. Warum hasst du Supermutanten so sehr? Hass ist noch viel zu milde ausgedrückt. Ach, verdammt. Diese Monster sind nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die Menschheit blind einen Schritt nach vorne macht, nur um dann zwei Schritte zurückzutaumeln. Ich kämpfe schon seit Jahren dafür, diesen Irrsinn zu beenden. Und gerade als es so aussah, dass wir die Oberhand gewinnen, tauchten die Sins auf. Ich habe gesehen, was diese Supermutanten mit Leuten anstellen. Kannst du dir vorstellen, was die Sins mit uns tun würden, wenn sie jemals die Oberhand gewinnen? Es wäre der erneute Weltuntergang. Und vielleicht das Ende von allem, was uns etwas bedeutet. Ich will dich auch nicht mit meinem Gerede langweilen. Ich will nur, dass du verstehst, wie wichtig diese Missionen sind. Tut er nicht. Ich finde das sogar sehr interessant. Hab auch eine schöne Anekdote. Ein Schritt nach vorne, zwei Schritte zurücktaumeln. Klingt vernünftig. Klingt vernünftig. Naja, genug davon. Das Wichtige ist, dass du den Job erledigt und die Sprengköpfe für uns sichergestellt hast. Du solltest zu Pridwin zurückkehren, um mit Maxen sprechen. Ich bin sicher, er will so bald wie möglich eine Einsatznachbesprechung. Wegtreten. Ja, wir haben ja aber noch lange nicht alles durchsucht. Ich habe hier noch ein paar Terminals. Waren das? Und hier hinten sind wir ja noch gar nicht lang gegangen, komplett. Bis zum Ende. Dann machen wir das hier mal.
gegen einen M42, vielleicht so eine Art Fatman. Ich tippe jetzt einfach mal drauf, es muss ja so eine Art Fatman sein, vielleicht ein verbesserter. Ich traue dem Frieden hier nicht. Ja, jetzt bin ich hier unten. Und nun? Der Raum ist... auf die Art und Weise da oben hin, oder? Nee, das... ja, wunderbar. Okay, ach, das hier ist dann das Lager, das ich finden sollte. Schön. Dann hätten wir das. Die Gefechtsköpfe hier können wir alle nicht verwenden, weil die nicht zusammengebaut sind. Aber mich würde immer noch interessieren, dieser Werfer. Wo könnte dieser Werfer denn sein? Wenn er natürlich nach Mississippi gebracht wurde, dann können wir hier lange suchen. Nun gut, lassen wir das erstmal. Das war doch hier angenehm. Und wieder raus. Wir konnten ein paar Mini-Nukes mitnehmen. Was will man eigentlich mehr? So, ach, jetzt bin ich schon außerdem wieder rausgegangen, ist aber auch egal. Wo ist denn der älteste Maxton? Jo, hey, grüß dich! Das war ausgezeichnete Arbeit in Fort Strong, Soldat. Natürlich war es das. Es war eine Ehre, für die Bruderschaft zu kämpfen. Es freut mich, dass Sie das so sehen. Denn unsere Mission hat gerade erst begonnen. Yay. Um das Institut in die Knie zu zwingen, müssen wir jede Waffe einsetzen, die uns zur Verfügung steht. Ich versuche, meine Soldaten immer bestmöglich auszurüsten. Daher habe ich diese hier für Sie. Mit einer Signalgranate können Sie einen Vertibird zu Ihrer aktuellen Position rufen, falls Sie einen Lufttransport benötigen. Werfen Sie sie einfach auf den Boden. Der Vertibird wird sich dann im elektromagnetischen Rauch orientieren, den die Granate freisetzt. Sind Sie an Bord, nutzen Sie die Karte Ihres Pip-Boys, um eine Verbindung mit dem Navigationssystem des Piloten herzustellen. So kann er Sie hinbringen, wo auch immer Sie hin müssen. Danke, Ältester. Ich werde Sie gut einsetzen. Das erwarte ich. Nun, ich bin mir sicher, dass Ihnen klar ist, Fort Strong war nur der erste Schritt zur Befreiung. Keine Gnade. Jetzt liegt eine weitaus größere Aufgabe vor Ihnen. Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energiesignatur entdeckt hat. Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen für einen technologischen Fortschritt, wie ihn nur das Institut erreichen kann. In dem Moment, in dem wir diese Information erhielten, war unsere Mission klar. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Synths in Verbindung stehen, müssen ausgeschaltet werden. Um jeden Preis.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings das Hauptquartier des Instituts finden. Mhm. Ich habe unsere Gelehrten des Commonwealth sorgfältig absuchen lassen, aber sie konnten nichts finden. Sich an, als wollten sie, dass ich jetzt durch die Kanalisation krieche. Es könnte die Kanalisation sein. Ein U-Bahn-Tunnel. Oder vielleicht auch ein alter Vault. Wir haben einfach nicht genug Informationen. Ich will, dass sie da rausgehen und zu unseren Augen und Ohren werden. Sie schienen bereits vor unserem Treffen daran interessiert zu sein, das Institut zu finden. Daher bin ich mir sicher, dass sie sich in den richtigen Kreisen bewegen werden. Wenn sie einen Weg hineinfinden, melden sie mir das sofort. Irgendwelche Fragen, Ritter? Gibt es nicht irgendwelche Vorkriegsaufzeichnungen über das Institut, die uns helfen könnten? Unseren Aufzeichnungen zufolge ist das Institut aus den Resten einer Vorkriegsbildungseinrichtung hervorgegangen. Dem Commonwealth Institute of Technology. Die Ruinen dieser Einrichtung befinden sich im Zentrum der Stadt. Aber wir haben sie bereits gründlich durchsucht. Die Einrichtung wurde offensichtlich bereits vor langer Zeit aufgegeben. Die Spur endet also dort. Sonst noch etwas, Ritter? Was ist mit diesen Energiewerten, die Paladin Dances Erkundungsteam entdeckt hat? Unsere Gelehrten sind sich aufgrund der hohen Frequenz sicher, dass es sich dabei um Technologie des Instituts handelt. Aber der Ausgangspunkt ist unbekannt. Wir fangen sie noch von Zeit zu Zeit auf. Aber wenn wir ein Team losschicken, verschwinden sie. Seien Sie äußerst vorsichtig. Ich wäre nicht verwundert, wenn diese Energiewerte von einer Waffe des Instituts kommen würden. Gibt es sonst noch etwas? Vorschläge? Irgendwelche Vorschläge, wo ich als nächstes suchen sollte? Ich würde an Ihrer Stelle der Spur zu Dr. Amari nachgehen. Ich weiß nicht, ob sie einfach nur irre ist oder ob sie uns tatsächlich bei der Suche helfen kann. Aber unseren Quellen zufolge verfügt sie über einige interessante Technologien. Sonst noch etwas, Ritter? Ach, Amari, da... Im Moment nicht, Ältester. Gut, dann wegtreten. Gut, wir müssen ja sowieso zu Amari. Und natürlich... 5 zu viel. Ach nee, nicht zum Hauptdeck. Nein. Ach, was mache ich dann? Verdammt. Das Flugdeck. Um die Equipment am Laufen zu halten, ist Proctor Ingram die Beste. Was geht denn jetzt ab? Ach, wegen des Sturms kriege ich jetzt hier Schaden rein. Okay. Ah, auch nicht schlecht. Gut, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg nach Sanctuary und dort reden wir nochmal mit Preston. Bis dahin.